Und mit unserem neuen Gefährten Knogger, Alola vom Knogger, machen wir jetzt uns von hier aus weiter, wo wir aufgehört haben. Da, als wir von Krabi verarscht wurden, sag mal, das gibt's doch nicht. Aber wir machen, wie gesagt, hier weiter. Jetzt sind wir auf Route 13 unterwegs. Und, ey, jetzt doppelt. Guck mal, Krabi, wie es einfach seitwärts läuft, wie es uns verarschen will. Ey, ich hätte mal echt Bock auf einen Doppelkampf wieder. Oh my god. Anyway, sind wir jetzt weiter. Wir haben Knogger im Gepäck. Knogger bleibt auch vorerst. Habe ich auf jeden Fall Lust auf Knogger im Team. Also vom Knogger. Und jetzt Pummelverein. Jetzt bin ich aber gespannt, was Knogger so drauf hat. Let's go, Knogger. Oh, geil. Geile Show-Einlage. Hä? Pikachu? Kamau feuert euch an. Oh, Mau! Ich weiß auch nicht, wann das genau kommt. Vielleicht nur beim Partner-Pokémon? Nee, oder? Das kommt nicht immer. Naja, Kampf, let's go. Und zwar poppen wir mal hier ein. Ja, wow. Wir haben halt kaum gute Angriffe für Knogger bis jetzt. Feuerschlag. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerschlag. Hoffentlich erlernt es noch Feuerschlag. Naja. Ultrigaria. Wir bleiben drauf, let's go. Aber ja, die Story wegen Alola vom Knogger ist auch brutal, ne? Knogger ist so ein trauriges und einsames Pokémon, finde ich. Aber es passt total zu Dragosso und Knogger irgendwie. Aber dennoch schon traurig und, was soll ich sagen? Keiner weiß echt, aber es ist ein schönes Pokémon dennoch, finde ich. Und du, Pisser, willst du auch was? Ja. Genau, du dachte ich mir, dass du Pisser auch noch was willst. Du Pisser-Schisser. Quentin, oh je, Quentin Tarantino. Sandan. Bra. Olle, komm mit sie. Bitte? Geh. Olle, was für Moose-Knogger auspackt so. Oh, oh, olle. Let's go. Nein! Boah, der hat's überlebt, nice. Oh Mann, aber Knogger, du musst ihn jetzt umhauen. Ja, geh. Ja, legit geh. Ist schon auswechseln oder was? Oh je, Mini. Oh je, oh je. Komm zurück, Knogger. Bisaflor ist so geil, Bisaflor finde ich so geil einfach. Ohne Spaß. So, bei mir ist so Glurak, also von den ersten Startern. Glurak, Bisaflor, Turtok, um ehrlich zu sein. Wie ist bei euch so von den ersten drei Starter-Pokémon? Mir ist echt Glurak, Bisaflor, Turtok. Wobei ich weiß, dass sehr, sehr viele nicht Bisasam genommen haben damals. Aber ich finde ihn trotzdem übertrieben geil. Pflanzegift hat was. Das ist echt geil. Legif. Wow. Feuerschlag brauche ich aber auf jeden Fall. Für Knogger. Auf jeden Fall. So, und zwar hier. Heilen wir Knogger natürlich. Na oh, lol, wo bin ich hin? Keine Ahnung. Hier, Medizintasche. Medizintasche. Au. Nice. Okay. Bis ich da bin, ist es weg. Da war einfach ein Kingler. To go. Wie krank ist es? Was kann man hier alles fangen in der Wildnis? Marlene! Hau ab! Oh je, Marlene. Hau ab, du! Ich habe keine Zeit für dich, Marlene. Zack, raus aber schnell! Ich will schnell, dass du einen Kratzer machst hier, Marlene. Komm mal, fett verbrannt hier, zack. Boom, kriegst du einen Brandmark von mir. Free, komplett free to play.
Und dann will ich aber, dass du hier abhaust. Versteh ich? Marlene. Oh, ja, la. Oh, my God. Oh, my God. Oh, where the dogs at, man. Oh, nice. Wir sind nicht mehr vom Typ Bonus. Bonus. Wir sind nicht mehr vom Typ Boden, deswegen bekommen wir auch keinen Bonus. Also, das sollte man nicht vergessen. So, wir kriegen schon noch einen Durchbruch gegen deine Fresse. Zack. Mal die Fresse. Zack. Okay, nice. Raus mit dir. Chanera! Ja, jetzt hau ab, bitte. Da wartet ein Kingler auf mich. Da wartet ein verdammt nochmal großes Kingler auf mich. Du Penner willst auch direkt kämpfen, oder was? Ja, Knogger, willst du überkommen, oder was machst du da? Guck mal, der hat sogar Tattoo auf dem Rücken. Keiner weiß. Und Kingler ist bestimmt schon weg. Kingler, Kingler. Geil. Geil, 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 geil. Jamal interest me. Ja, mach mal langsam jetzt wieder. Bam. Können wir mal ein Pokémon First Try fangen? Natürlich nicht, ey, ohne Spaß. Junge, Junge, die Force, die brennt gleich so gegen deine Nase, obwohl du gar keine hast. Von mir aus kannst du auch fliehen. Ich weiß eh, wie es ausgehen wird. Ich reg mich diesmal nicht mehr auf. Was? Was? Echt? Bitte? Oh, Junge! Nice. Kingler ist geil. Kingler ist echt geil. Aber Krabi haben wir noch nicht gefangen, ne? Krabi. Was? Nein! Das ist schon nie wieder vor mir weggegangen! Krabi! Was? Das kann's nicht sein, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Never, Alter. Never, never. Georg. Genau dafür habe ich, ja, wohl Knogger Durchbruch beigebracht, aber Knogger hätte auch in dem Fall Knochen ran. Würde eigentlich beides gehen. Was nehmen wir? Oh, Durchbruch. Weil Gestein ist ja sehr effektiv gegen Feuer, ne? Oh. Tarnstein, okay. Das war noch kein Schaden. Oh, nice. Geiler Effekt. Geiler Effekt, legit. Krieg aber noch einen Durchbruch hier in deine Fresse. Zack, raus auch schnell. Zack. Was? Hör auf mit so einem Käse, Digga. Genauigkeit sinkt. Konzentrier dich, Knogger, komm. Nice. Wenn ich jetzt ein Pokémon anwechsel, dann bekommt es Schaden von den Tarnsteinen. Und ein Glurak, der Feuer- und Flugtypus ist, der bekommt vierfach Schaden. Das zieht richtig viel ab. Alpollo, Alpollo. Weiterkämpfen. Ich habe jetzt immer noch. Ich habe jetzt keine Geisterattacke auf dem Knogger, leider. Oh, was wird wehtun? Hör auf mit so einem Käse, ich flehe dich an. Ich flehe dich an, hör auf mit so einem Käse. Jetzt hab ich gerade Schaden, schaut her. Ich glaube, ich habe keine Belebung mehr. Shit. Habt ihr es gesehen? Boah. Oh, la, ehrlich. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich brenne! Claudia!
mit. Nee, lass mal, lass mal. Boah. Lichtschild, oje, oje. Oh ja, es wird ein langer Kampf jetzt. Ein langer Kampf. Oh je, ist auch noch verbrannt. Prinzessin wird auch kaum Schaden machen. Genau dies. Genau dies. Oh, der kämpft taktisch. Olle, nice. Oh. Wie es heute rausgeht, oh mein Gott, das arme Ding. Mann, was ist denn los hier? Bitte, Leute. Boah, aggressiv. Oh mein Gott, wieso zieht sich dieser Kampf so lange? Ich heu nachts. Ich hätte einfach nur einwechseln sollen. Auch wenn er vielfach Schaden bekommt von Tarscheine, der hätte nur Hälfte Leben wahrscheinlich danach. Trotz, ja, okay, der hat nicht mal einen Flammenwurf. Das hat auch nicht viel gebracht. Ja, jetzt hau mal ab, Alter. Oh mein Gott. Keiner weiß. Oh je, mein ganzes Team gefallen, ey. Das gibt's doch nicht. Kein belebbar Organ. Ja, oh mein Gott, schon wieder. Was mach ich? Nichts belebbar, nichts, gar nichts. Oh mein Gott. Yeah. Oh mein Gott. Yeah. Ah, komm, komm. Ja, Klogger habe ich Stern, aber muss jetzt. Da muss ich jetzt durch, mein Freund, das will ich sagen. Da muss ich jetzt durch. Klogger, was machst du da? Ist verlaufen oder was? Ja, das ist so die Trainingsroute, sag ich mal. Ich kann mal gut trainieren eigentlich, um ehrlich zu sein. Ah, der Peter? Sichler! Oh, Sichler hätte ich auch gern. Sichler ist geil. Sichler ist geil. Na, Glurak habe ich Drachenroute beigebracht. Sachen gut weggemacht. Ja. Aber Glurak fehlt als weit und breit Flammenwurf, so legit. Pinsir. Oh. Aggressiv, guck mal. Mega Pinsir ist krank, Freunde. Oh. Mega Pinsir ist brutal. Kennt ihr Mega Pinsir? Alter. Und, komm schon, pack was. Ah ne, der hat den Stütze erst erlernen wollen. The Legend of Flammenwurf. Sag mal, habe ich Flammenwurf vergessen zu erlernen? Habe ich es mal weggedrückt oder so? Oder kam das mal? Das kann es doch nicht sein, ey. Was mir vorstellen können, ist, dass bei 47 vielleicht kommt. So, vielleicht. Level 47, ich weiß nicht. Goldene Sahne, okay. Hey, du Göre. She's saying that's okay. Sophia, hallo. Radikal, radikal. Ew. Oh, Glurak sieht schon geil aus, verdammt.
Oh mein Gott. Zack. Sieht schon richtig geil aus. So geil einfach. Was war das? Gar nicht drauf geachtet. Fahr mal ab. Glurak, Mann, bitte, irgendwann brauchst du auch Flammen drauf, ey. Ich kann's ewig drauf verzichten. Enter, oh je. Isa. Isa Floor. Zack. Antron sieht auch geil aus und ich finde, Antron hätte eine Mega-Entwicklung verdammt nochmal verdient. Antron hätte eine Mega-Entwicklung verdient, meiner Meinung nach. Ja. Und der sollte dann zu Wasser-Psycho werden. Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Weil ganz random kann es einfach Konfusion erlernen. Wasser-Psycho, Mega-Entwicklung von Antron. Ich sag's euch, Freunde, falls dazu kommt. Lady. Ja, das war Kämpfe, Lady. Kraftwerk habe ich noch vergessen, ne? Da müssen wir auch noch einen Besuch abschatten, Kraftwerk. Evoli! Level 37, guck mal, jetzt sind schon unsere Pokémon sind schon. Haben höheres Level als die Gegner. Schon mal besser auf jeden Fall. Ja, kommt davon, wenn du keinen Flammenwurf kannst, mein Freund. Oh lol, was Harakiri? Snobilikat? Weiterkämpfen. Oh ne. Weiterkämpfen. Bis du down gehst, mein Freund. Bis du down gehst. Bootcamp. Wir sind im Bootcamp. Jeder kämpft, solange er down geht. Bam. Au. Sag's dir. Komm, wenn die wenig Kraftpunkte haben, dann sind die langsamer, die Pokémon, die Animationen. Guck mal jetzt, wie langsam. Glurak. 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 Ja, schau nicht so, komm. Medizin, Dorsch. Fischer Hyper, komm. Zack. Fischer Hyper Heiler, da unten. Vogeltrainerin, oder? Ich glaube. Arr! Ja, war klar. Sah so, so sah sie schon aus, die Dame. Immer. Das ist gar keine Dame. Das ist ein Junge, lol. Ich dachte, es wäre ein Mädchen. Keiner weiß. Sorry, Mate. Keiner weiß. Einfach so. Wer kommt? Ich hoffe, er hat jetzt. Ah, Taubbogen. Manuel, sorry, Mate, ich dachte, du bist ein Mädchen. Keiner weiß. Schon lange Route, ne, wie ihr merkt. Knogger, was machst du? Komm doch her. Joschka, komm mit sie. Der Camper. Fukano, oh. Nicht gut. Nicht gut. Bin gespannt. Nee, ist nicht gut. Ja, wir werden vielfach Schwäche.
Wutanfall, okay, lol, das macht gar nichts. Ja. Feuerattacke, okay. Ja, sehr beschuldigt dann. Selber schuld. Nein. Selber schuld. Midorino? Ice Heat wird's tot dann. Nice. Lol. Klogger. Komm zurück, Klogger. Ah, gegen die haben wir auch schon gekämpft. Ah, hier waren wir schon. Klar, klar, klar. Hier haben wir schon gekämpft. Okay, gehen wir nach links. Hallo. Oh, shit, hier ist man. Ja, hab ich schon, hab ich schon. Gleich links, okay, hab ich. Was, was? Gleich links hinter dem Zaun. Meinten Sie das? Da drüben waren wir schon. Ja, ja, da waren wir schon. Oder ist das denn der meint hier? Links in der. Nein, das war der. Oh, jetzt bist du. Oh, warte mal. Nein. Warte mal, das würde mich jetzt interessieren. Ob ich mit Glurak da drüber fliegen kann. Was? Einfach nein? Willst du mir gerade damit ein fettes Nein in mein Gesicht klatschen? Ja, tatsächlich. Müll. Downgrade. Müll. Auf Pokémon, die unter mir sind, kann ich nicht begegnen. Es sei denn, ich habe es. Hä? Es sei denn, es geht und ich habe in den letzten Parts das verpasst. Aber über Zäune kann ich nicht, oder was? Downgrade. Downgrade. Komisch. Naja. Kann ich hier nach links? Weil ich hab mich verlaufen. Ah, Sandama. Guck, wie cool Sandama hinterherläuft. Sandama! Wo ist der Punk? Sag mal, hier. Ich muss noch kämpfen. Was schaust du doof? ADF. Eisenschleif, let's go. Zack. Die Animation von Eisenschleif ist geil. Ist geil. Aquaknabbel. Aua. Schneißig in deine Fresse, man. Komm her. Hallo, ruck.
merkt schon, ja, die heutige Episode ist eine richtige Trainingssession. Das sage ich euch. Eine richtige Trainingssession. Oh, lol, okay. Au. Ah, Tiefschlag war das. Vorhin, als wir gegen jemanden gekämpft haben. Ciao. Nice. Sandama boosten wir heute richtig. Ihr merkt es. Sandama boosten wir richtig. Aber Knorgas leider eigentlich ist es total dumm von mir, dass ich gerade ohne Knorgas weitermache, weil wir eigentlich Knorgas trainieren müssten. Und, aber ja, der ist halt direkt verstorben, was soll ich dir sagen. Und der wurde direkt besiegt, sag ich mal besser. Verstorben jetzt so grausam an. Naja. Was? Was? Omut und Tauros? Die sind sowas von weg, bis ich da bin. Scheiße. Die sind sowas von weg bis... Ah ne, wohl, ich kann da gleich rüber. Ich kann da gleich rüber, okay. Olaf! Idee? Ibitak, nice. Ibitak ist schon ein cooles Pokémon. Mega Ibitak, mega entwickelt. Ja, Ibitak hätte auch, wäre auch ne, hätte auch eine mega Entwicklung verdient, finde ich. An sich würden, glaube ich, viele Pokémon eine mega Entwicklung verdienen. Aber so am meisten, glaube ich, echt Enteron, like legit, der zählt, glaube ich, schon. Also meiner Meinung nach natürlich. War so Wasserpsycho, mega ein. Mega ein Turn wäre richtig nice. Omut! Omut! Omut kommt zu mir. Oh je, meine. Allah. Ah, ihr Punks, was wollt ihr von mir? Wolf. Eben hast du nur ein Pokémon. Smogmog! Scheißieb. Hau rück. Au. Toxin. Keine Wirkung auf Stahl-Pokémon, mein Freund. Bam. Sandama ist halt brutal. Ich finde den richtig geil. Hallo da vorne, Sandama. Oh, hab mich besiegt. Oh ja, hab ich natürlich. Oh, guck, Taros ist weg. War so klar. FML, man. Das war so klar. Oh, Allah. Oh, jetzt. Guck mal, jetzt haben wir aber das genommen. Kreuzschere. Zack, raus mit dem Akbar. Für nichts natürlich. Zack. Boom. Weil der Kampf ist auch Konter von Sandama. Kampf ist sehr viel gegen Stahl und auch gegen Eis. Oder? Gegen Eis? War das gegen Eis sehr effektiv? Boah. Ich will euch gerade nichts Falsches erzählen. Aber warum habe ich noch so einen Hänger? Totalen Hänger, sorry. Aufbau jetzt. Omut, kommst du bitte? Danke. Minzig, oh du kleines Omutlein. Du kleines Omutlein. Omut.
Aber Omot ist schon groß an sich, Omot, ne? Gar nicht so bewusst geworden immer. Nice, ey, Omot, perfekt. Sehr schön. Cool. Cool. Geil. So, machen wir weiter. Oh, lol. Die Pokéball noch. Machen wir weiter, komm, let's go. Ich schau immer noch nach hinten, ob irgendwas droppt. So ein Taurus oder so. Das wäre richtig geil. Aber gut, wir machen weiter, Freunde. Wir haben noch ein bisschen, haben wir noch was zu tun hier. In dieser Route. Da kommen noch ein paar Trainer, wenn mich alles täuscht. Oh, was geht ab? Viele? Achso, Leute, dann einfach ansprechen, stimmt. stimmt. Genau. Und dann. Wie gesagt, wir wollten ja auf jeden Fall unsere Trainingssession ab. Boah, guck mal, die ganzen Punks da oben. Unsere Trainingssession wollten wir auf jeden Fall hier beenden. Und dann gehen wir nächste Part zu der Arena. To the Arena! Till, was geht ab? Kaskade, let's go, guck mal, wie die Animationen aussehen, so witzig. Au! Kein Neues. Sieht so witzig aus. Taubos, oh, okay. Was für eine Animation, einfach keiner weiß, Alter. Wie witzig. Boah, drei Punks müssen wir noch besiegen. Ja. Let's go. Hoffentlich haben die alle nur ein Pokémon, bitte. Das wäre ideal einfach. Lol, zwei. Radikal, okay. Tiefschlag, oh je, mir. Au. Keiner weiß. Ey, besieg ihn doch, warum? Was machst du da? Oh, man. Glurak immer noch ohne Flammenwurf. Ich heule nachts. Zack. Au. Zack. Ah, ich bin gerade am überlegen, ob ich, wie viel Trainer hat's noch, ob ich Schluss machen sollte, mir die anderen Pokémon wiederholen soll, weil Knogger haben wir nur trainiert, das ist ein bisschen schade jetzt, den Knogger, damit wir von ihr aus mit Knogger starten können. Ja, boah, da sind noch sehr viele Trainer, ja. Ja. Freunde, ich glaube, was wir machen werde ist, wir machen hier, oh, oh. Wir machen hier Schluss für diesen Part, damit es nicht allzu. Ey, Surfer! Damit es allzu lang geht. Ich werde meine Pokémon heilen. Oh, Taurus holen wir uns auf jeden Fall noch. Nachdem wir Taurus hoffentlich gefangen haben, machen wir Schluss für heute.
dann werde ich meine Pokémon heilen, weil Knogger braucht schon ein Training. Es wäre nicht schlecht, wenn Knogger mittrainiert. Und dann werden wir quasi, wow, ihr merkt, die Trainingssession hat lang gedauert. Aber egal, das ist gut, das tut uns auf jeden Fall noch gut. Das wird uns auf jeden Fall gut tun. Und dann machen wir eben im nächsten Part weiter und dann machen wir aber auch die Arena. Ja, wir wollen uns nicht allzu lange ziehen. Ich hoffe, das passt soweit. Nein! Aber ich würde gerne mit dem Tauros-Fang abschließen für heute. Komm schon, Tauros. Tauros ist auch ein geiles Pokémon. Komm. Ich schieb dich gleich weg, Junge. Keiner weiß. Keiner weiß. Perfekt, Freunde. Tauros haben wir noch gefangen am Ende. Ich hoffe, wie gesagt, das passt so. Dann machen wir am nächsten Mal einfach weiter. Nehmen wir noch die ganzen Gegner hier mit auf der Route und gehen dann rüber zur Arena von Fuchsana City. Ich glaube, das ist ein guter Plan, denke ich. Danke fürs Zusehen von diesem Part, Freunde. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten wieder. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Genau, das nächste Mal sehen wir uns wieder. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after.